Jo, hallihallo liebe Leute. Es geht weiter. Server war doch nicht down. Ich bin nur, hab nur die Verbindung irgendwie verloren wahrscheinlich. Rechts abbiegen. Was ist das für eine Lenkung? Ein halbes Jahr dauert das, bis er von rechts nach links wieder lenkt. Maus muss man auch jedes Mal wieder selber kalibrieren. So, mal sehen, ob wir jetzt noch was finden hier im Wild. Ja, nicht wild. Wäre ja ganz passend jetzt in die Dunkelheit rein noch ein Wild fangen und dann Feuer machen. Sieht ja im Dunkeln auch viel schöner aus. Wenn es dann noch funktioniert mit den Fleischbraten, dann wäre alles super. Oh, jetzt habe ich wieder Standbild hier. Die Kürze. Das gucke ich mir doch mal genauer an. Haben wir hier. Kenne ich nicht. Kann man das hier draufpacken? Erstmal mitnehmen. Mac 10 Mac, das ist doch für die, ja genau, für die M4. Ich schmeiß das noch mal weg. Jetzt finde ich ja noch eine M4 hier. MPU Carry Handle. MPU 33, scheiße. Ich hätte lieber eine M4 gefunden. Wo ist denn jetzt das Carry Handle hin? M4 Carry Handle, nehme ich das mit. Das braucht mehr Platz. Ich brauche nur den Platz in die andere Richtung, komischerweise. Obwohl es hochkant steht als Bild, braucht es dann doch einen Längsseitsplatz. Also
konnten die sich nicht einig werden. Hier nochmal reingucken. Da ist nichts weiter drin. Ach komm, mal die Ego-Perspektive, man sieht ja gar nichts. Oh, ist das dunkel. Aber nur diese blöde Shotgun. Okay, 2 M4-Teile gefunden. Wenn du dann rein willst, dann will er da überhaupt nicht reingehen. Willst du da nicht reingehen? Schwupp, schon wieder da drin. Ja. Ja, genau. Zu weit links, zu weit rechts. Obwohl ich nur einen ganz kurzen Schritt gegangen bin, nimmt er gleich 2, 3 Schritte wieder und schwupp ist er wieder dran vorbei an der Tür. Die Steuerung, echt. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war auch nichts hier. Was denn gerade? Erst ein Grafikbug und dann ein Soundbug noch hinterher. Ganz merkwürdig.
läuft schon wieder aus dem Ruder eigentlich. Nur weil ich die Kamera mal ein bisschen nach Tieren Ausschau halte, läuft der Wagen wieder von allein nach rechts raus dem Ruder irgendwie, ohne dass ich gesteuert habe. Keine Zombies, keine Tiere. Was ist das für eine Gegend hier? Die Kamera, die ist zu weit weg vom LKW. Wenn man nach rechts oder links guckt, kann so ruhig ein bisschen dichter rankommen, dass man da nicht hinter den Bäumen verschwindet mit der Kamera. Ja, hier kann man wieder toll sehen, ob Tiere links oder rechts laufen. Wenn hier zu Fuß längs läuft, ist eine schöne Allee. Ja. Aber wenn man nach Tieren Ausschau halten will mit dem Fahrzeug, dann ist scheiße. Dann sieht man gar nichts. Man guckt voll in die Bäume rein. Ja, so langsam ist mir auch egal, ob Hirsch, Schwein oder Kuh, Hauptsache irgendwas, was man erlegen kann und testen kann, ob das mit dem Braten klappt am Feuer. Hä? Was soll das denn jetzt, bitteschön? Oh, mega leck. Die ganze Zeit fahre ich geradeaus und plötzlich, wupp,
springt das Ding links in die, zwischen die Bäume, also. Weder gelenkt noch vom Gas gegangen, noch irgendwas anderes gemacht. Gibt's doch gar nicht. Ich glaube, ich habe ihn erledigt. Jawohl. So, habe ich denn überhaupt was zum Schlachten? Ja, ich habe ja mein Steakmesser. Ich hoffe, es klappt mit dem Steakmesser. Jo, geht. Das ist da wohl, da haben wir es ja doch noch hingekriegt. Ne? Kein Fleisch, kein Fell. Ach da. So. Mosenkompensator ist nicht wichtig. Ein M4-Magazin allerdings nehme ich mit. Das blöde Ding nehme ich auch nicht mit.
brauche ich auch nicht. So, 1, 2, 3, 4. 4 Stücken Fleisch. Alles klar, dann waren es nur 4 Stücken Fleisch. Kann man das nicht in die Hand nehmen? Achso, ich habe das Messer noch in der Hand. Die Gedärme brauche ich nicht. Wow, brauchen wir ganz schön viel Platz. Da passt es rein. Sowieso damaged und dann weiter so. So. Ein paar Hölzer. Ist doch zum Kotzen. So, 5. Den einen brauche ich aber auch noch. Muss ich den mal kurz in die Hand nehmen. So, wo machen wir Feuer? Ist hier irgendwo eine Scheune? Ja. So, Feuer machen, Fleisch braten. Wir, die haben das noch nicht gefixt. Ah ne, erst die Hölzer, dann die Steine. Ne?
Weggebackt? Nee, ne? Muss ich neue Kittlings besorgen? Also hier im Schuppen geht schon mal nicht, Leute. Da backt alles weg. Oh, hallo. Was hat er denn jetzt schon wieder für Probleme hier? So, machen wir hier Feuer. Hier in der Ecke. Und, jawohl, das Feuer brennt, man glaubt es kaum, rote Flammen und kein Schaum. So, packen wir mal ein Stück Fleisch rein da. Und schon ist es nur noch warm. Tja, Leute, man kann immer noch kein Fleisch garen. Und roh mag ich nicht essen. Das heißt, ich bräuchte jetzt einen Tripod. Oder wie das Ding heißt da, dieses Dreibein-Ding. Und einen Kochtopf. So, Kochtopf ist hier, oder nicht? Ne, leider nicht. Eine Dose ist ja auch was Nettes. Oh, ein Topf. Man kann gar nicht mehr näher ans Feuer rangehen. Auch nicht schlecht. Das haben sie entschärft. Und man kann sich nicht mehr drehen, wenn man sich hinsetzt. Aha. Ach so, doch, mit der Kamera dreht man sich ja. Oh, hallo. Das haben sie aber auch erschwert. Oh, hallo.
Da muss man aber richtig reinkneten, damit er sich dreht noch im Sitzen. Und das haben sie auch noch nicht gefixt. Diesen komischen Bug. Nee, du sollst dich hinsetzen, habe ich gesagt. Mann, du echt. Dass er immer wieder macht, was er will und nicht, was er soll. Jo, was soll ich sagen, man kann nicht viel machen, wenn man das Fleisch, was man erbeutet hat, nicht braten kann und essen kann irgendwie, dann bringt das ganze Survival im Moment gar nichts irgendwie. Ich habe keinen Bock nur von Dosen zu fressen, wie die ganzen anderen irgendwie, die in der Stadt rumlaufen, sich gegenseitig abballern und Dosen fressen. Ey. Ich will hier survivalen. Haben sie wieder alles kaputt gemacht, das ging doch alles schon. Man konnte Fleisch braten, man konnte alles machen irgendwie. Und jetzt geht hier wieder gar nichts mehr. So zum Kotzen. Ey. Na, wo ist jetzt die offene Dose hin? Da. Kann man nämlich ins offene Dosen garen. Ne, kann man nicht. Kann man die Steine nicht wieder einsammeln und das Feuer ausmachen. Geht nur Inspekt. Lassen sich auch nicht mehr nehmen. Aber hin und her schubsen lässt sich das gesamte Feuer. Ach, jetzt hängt es in der Luft, auch nicht schlecht. Ah, hier sind die Steine futsch. Wo sind die Steine hin? Ja, wie ihr seht, kann man immer noch sehr viel Blödsinn machen mit den ganzen Sachen. Feuer zum Schweben bringen, die Steine verschwinden von allein, wenn man das Feuer bewegt.
Schwebt das jetzt eigentlich wieder oder? Ja, jetzt liegt es wieder auf dem Boden. Na gut. Gucken, ob wir es noch wieder ein Stück schubsen können. Auch nicht schlecht. Jetzt schwebt es wieder, ne? Jo. Guck mal, Leute, ich kann zaubern. Ein schwebendes Feuer. Kann ich da drunter mich legen? Bin leider zu dicht dran am Feuer. Ich bin das Feuer. Ich muss ja gerade nochmal Bilder machen. Ach, da kriege ich hier keine Kameraperspektive vernünftig hin. Na gut, dann nicht. Ich bin vom Feuer begraben. Holt mich hier raus, ich bin eine verkohlte Leiche. So, genug gespielt. Ja, tschüss liebe Leute, bis zum nächsten Mal.